Was geht so, liebe Leute? Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play New Super Mario Bros. Wii hier bei Crash 40 Freak 89. Ihr hört es, ich habe mein Mikrofon jetzt wieder in die Qualität ein klein wenig runtergeschraubt. Ich habe es wieder auf die niedrigere Stufe von Studioqualität runtergestellt und diesmal müsste alles besser laufen, denke ich mal. Bei dem letzten Part hat es nämlich dazwischen gelaggt und bei mir hat sich das Farbschema verändert von meiner Schaltfläche bei meinem Laptop. Aber jetzt müsste alles diesmal besser laufen, denke ich mal. Jetzt sehe ich gerade, es ist alles wieder auf Grund eingestellt. Diesmal müsste alles besser laufen, hoffe ich. Also keine Sorge. Ich habe jetzt diesmal auf alles geachtet und jetzt können wir weitermachen. Nachdem wir im letzten Part ja schon mit Welt 4 mal die ersten Levels begonnen haben. Kugelwillige Baller for the win, kann ich nur sagen. Und eine Höhle voller lästiger Zubats und. Ihr könnt es ja im letzten Part nochmal sehen. Und jetzt können wir endlich mal den ersten Mini-Boss-Kampf gegen Morten bestreiten. Dann wollen wir mal. It's a good time. Da freut er sich schon. Der mit der Kater Carlo-Stimme. Ach du. Ande. Guck sich das! Einer diese riesige. Boah! Gott. Also wenn man da nicht schnell genug ist, dann. Ey, ich glaube hier der Propellerpilz ist ein bisschen sicherer als das. Guck sich das einer an! Boah! Ey. Wenn man nicht schnell genug ist. Ah, da gibt es zum Glück immer Items sehr fair verteilt. Boah, nein, die brauche ich jetzt nicht. Ich will beim Propellerpilz bleiben. Ja, toll. Wie bekloppt bin ich eigentlich? Schneller. Ah, ich glaube, da sehe ich ein Secret. Sieht auch so verdächtig aus hier. Okay. Ach, was will ich denn mit den bescheuerten Münzen, bitteschön? Na los, verpiss dich nach unten und bleib endlich mal da unten. Und du, knochentrocken, wirst jetzt auch mal tiefgefroren. Und bam, weg bist du, wollte ich sagen. Ja, du, boah. Gerade noch mal so auf den gesprungen. Jetzt kommt die Schwester wieder nach oben. Mann, ey. Ich wüsste jetzt zu gern, wo die nächste Starcoin sich befindet. Möge, jetzt war auf da. Zumindest kriege ich mal hier ein kleines Extra-Leben, aber Propellerpilz würde ich mich hier sicherer fühlen. Mann, ey, da geht's ganz schön ab. Ist hier vielleicht was? Nee. Ich glaube, das war ein Fehler. Nein, zum Glück nicht. Ja, ich glaube, wir sind auch schon fast ganz oben hier. Ich hoffe, es laggt jetzt gerade nicht, weil ich achte jetzt nicht auf die Aufnahmevorschau. Nein, weg da! Oh. Aber wir sind jetzt gleich ganz oben, zumindest mal. Kommen wir weiter. Das ist schon mal der Checkpoint und. Ja, nee, ist klar, da oben ist die Starcoin, wo sich die. Boah! Oh scheiße, jetzt kommt von oben so ein. Was? Die zweite? Ja, nee, ist klar. Und wo ist die erste schon wieder? Gott, also ich muss dann nachdem wir die letzte Welt, also die letzte reguläre Welt gemacht haben, muss ich dann cheaten, bis zum geht nicht mehr. Die letzten Starcoins zu bekommen. Das wird hart. Die muss ich natürlich alle offscreen sammeln. Und wenn ich sie alle erwischen konnte, dann können wir die neunte Welt machen. Nein! Mario, spring doch mal ein bisschen besser. Ja, die roten Münzen bringen mir jetzt gerade sowieso in der Situation nur ein extra Leben, weil darauf ist nix. Auch nix. Je weiter oben man ist, desto schneller kommt diese Pfeiler hier oder was auch immer, so eine Stachelsäule. Gibt es irgendwas in den Röhren? Ah, nein! Ja, nee, ist klar, Kanone, ne? Wer das was bringen möge. Bewegt euch zurück. Ach so. Ah, verdammt! Gott. Ich kriege ja noch einen Herzinfarkt. Und jetzt darauf da. Bitte. Wow! Alter. Also das ist meine anständige Turmlevel. Okay, da ist die letzte Starcoin und jetzt sind dann gleich beim Miniboss. Ich
muss dann wirklich überprüfen, wo die erste Starcoin war. Alles wird dann offscreen nochmal abgesucht. Oh nein! Bin ich... Oh Gott, das merke ich jetzt hier jetzt. Ich komme nicht mal an sie ran. Alter, wie gemein ist das denn? Toll, die kann ich jetzt... kann ich mir jetzt sonst wo hinschieben. Gut. Kack drauf. Was soll's. Modern. Servus. Bam, bam. Ja, da oben gibt's auch noch welche von denen, oder was? Ja. Ja, ja. Nee, ist klar. Boah, der ist aber ganz schön schnell. Okay, den hätte ich jetzt wieder gebasht. Jetzt muss ich warten und aufpassen, dass mich nicht wieder so erwischt wird, dass ich irgendeinen Treffer kassiere. Okay, Bams. Auch ein kleiner Mario kann ganz groß rauskommen, nicht wahr? Ja, allerdings. Na du? Jetzt verpisselt er sich wieder. Richtung Burg. Ups. Boing, boing, boing. Da müssen wir ganz schön klettern. Eine richtig große Gebirgslandschaft. Hier haben wir ein Tothaus, da können wir wieder Items gewinnen. Aber ich denke, das versuchen wir jetzt nicht. Ich nehme einfach jetzt, weil ich so frei bin, ein Item. Nee, kleiner. Das brauche ich jetzt nicht. Oh, vergib mir jetzt diese Stimme, weil... Ich fühle mich zwar schon sehr viel besser, aber... Boah, ey. Wenn du ganz genesen ist meine Stimme noch nicht, also mein Husten. Das ist noch ein winzig klein bisschen rau. Aber ich habe ja zum Glück genügend Hustensaft. Bronchio-Stop. Kennt das wahrscheinlich aus der Werbung. Na schön, versuchen wir es mal einmal mit einem Tothaus. Jetzt habe ich zwar gesagt, dass wir es nicht versuchen, aber jetzt habe ich gerade geschwafelt und habe das jetzt automatisch gemacht. Na schön. Versuch mal. Habe ich ja wirklich extremes Glück. Gleich eine Bowser-Fratze gezogen. Aber wenigstens bekomme ich noch eine Eisblume. Also falls ich verliere, bekomme ich wenigstens ein Item. Gott, das war jetzt wirklich ziemliches Pech. Naja, mehr oder weniger wenigstens eine Eisblume. Aber das war wohl die Strafe dafür, weil ich vorher so viel Glück hatte. Weil beim letzten Versuch, da habe ich alle Items abstauben können. Für diejenigen, die einen der letzten Parts noch geguckt haben. Okay, machen wir weiter mit Welt 6-5. Oh Gott. Den kenne ich auch noch aus Super Mario World. Oder so? Nein, ich glaube eher Super Mario Bros. 3 war das. Ja, ich glaube, das war's so. Boah, ey. Dieser Coolfisch ist hier echt lästig. Der kann sogar hier an der Oberfläche schwimmen, habe ich mir nicht geguckt. Was sind diese schwimmenden Fragezeichenblöcken hier, bitteschön? Wow! Ja, nee, du. Fall da auch noch runter. Ja, jetzt steigt auch noch das Wasser, oder was? Achso. Ja, nee. Extra Leben. Feuerblume gibt's hier. Dann steckt hier das Wasser auch so auch noch auf, sodass diese... Ah! Gott. Dieser, jetzt weiß ich auch nicht, wie ich, was ich sagen wollte. Dieser Spaten von Kugelfisch mich erwischt. Dieser aggressive Kugelfisch hier. Dieser fliegende Kugelfisch, wohl besser gewesen. Wohl eher. Mann! Ich fehle ja total beim Kommentieren. Was ich sagen wollte. Dieser fliegende Kugelfisch. Ja, ist. Okay, ich höre auf, über ihn zu schwafeln. Bashen wir erstmal hier diese ganzen Kupis. Ja, dann werde ich eigentlich den anderen schupfen, aber okay, was soll's. Da ist die nächste Starcoin. Und da ist auch schon wieder der Kugelfisch, der auch gleich wieder gegrillt worden ist. Gegrillte Kugelfische, ich glaube, sowas gibt es zum Essen. Ja, ich glaube, in feinen Restaurants gibt es, glaube ich, so manche Restaurants, die Kugelfische zubereiten. Was gibt es?
denke, so etwas gibt es. Ich könnte mich ja natürlich auch ausbessern, wenn ich mich irre, aber ich glaube nicht, dass ich mich irre. Da wäre ich ja völlig irre, wenn ich mich irre. Okay, mal ein kleiner Insider-Witz. Ja, jetzt. Hörst du mal auf, du. Oder willst du wirklich von mir... Mann! Flambiert werden. So, jetzt, Mann. Ich wollte gerade sagen, warum treffe ich den nicht? Jetzt habe ich ihn. Ja, wenigstens. Jetzt habe ich die 80 extra Leben geknackt. Gehen wir auf die 99 zu. Okay, weg hier. Gibt's hier oben überhaupt die Starcoin? Weil wenn der jetzt das Ziel wäre, das wäre schon etwas kurz geraten, würde ich mal sagen. Dann möchte ich mal drauf andeuten. Ich kann leider nicht oben gucken. Oh. Da weiß er immer im richtigen Moment zu springen. Obwohl es eigentlich nur automatisch tut. Nee, ist er jetzt... Mann, ey. Wo ist jetzt wieder die Starcoin geblieben? Okay. Kack drauf. Gehen weiter. Ohne Wenn und Aber. Dann und Schluss. Und keine Ausreden. Jetzt öffnen uns erstmal die Röhren hier den Weg. Hüp, hüp, hüp. Ja, ja. Let's go und weiter. Welt 6, 6. Ja, will ich jetzt auch nicht genau ins Detail gehen, was ich gerade denke. Jetzt schon wieder Munkeln im Dunkeln. Was macht der Switch hier? Ach, der... Ah, das ist geil. Man kann die Lampe jetzt schwenken hier. Mit der Wii-Fernbedienung. Kann man jetzt die Lampe bewegen. Hin und her schwenken. Boah, das Trampolin hätte ich beinahe verloren. Vielleicht brauche ich das irgendwo noch. So, wieso legt das ab, wenn er einen Block berührt? Wo ist hier bitte schon noch eine Starcoin? Ein Pau-Block auch noch? WTF? Und wofür? Nur um diese ganzen Münzlein? Oh. Warte, ist eine Starcoin runtergefahren oder was? Genau, das jetzt nicht gesehen, aber es sah wirklich so aus wie eine. Nein! Warte, warte! Ich wollte in die Röhre und jetzt habe ich das Trampolin auch noch geschmissen. Ich bin ja auch wirklich so ein... Na toll, das habe ich jetzt nicht rauskommen sehen. Aber diese Röhre sah verdächtig aus, ist sie aber nicht. Gott. Moment mal, vielleicht gibt es da oben was. Hey, du Floß. Ja toll, das ist ein einziges Scrolling-Level hier. Diese Röhren hier sahen verdächtig aus, diese... Über den Ziegelsteinblock, den ihr vielleicht gesehen habt. Vielleicht gibt es da unten noch eine Starcoin. Und weiter oben gibt es einen Checkpoint. Ich denke, die eine Starcoin, die haben wir jetzt einfach runtergeschmissen ins Wasser. Also ins Wasser geschmissen. Ach, ich hasse es, wenn wir munkeln müssen im Dunkeln. Na, kann ich das nicht weiter drehen? Also, ich könnte es höchstens 90 Grad drehen. Lol, toll. Und diese Zubat schon wieder. Dass sie nicht von dem Licht abgeschrieben wird. Ah, das sieht geil aus. Ihre Augen, wenn sie dann im Dunkeln leuchten. Jetzt muss ich einen ein bisschen weiter runter locken. Gut. Und, jawolski. Wenigstens diese eine Starcoin hier. Aber es fehlen ja wieder welche. Muss ich alles auskühlen, nochmal probieren. Ah, nee, ich brauche doch jetzt keinen P-Switch und wieder ein paar blaue Münzen zusammen. Bitteschön. Oh. Also irgendwie nervt mich das ein bisschen dann in dem Game. Wow! Nein, der Propellerblock! Der Propellerblock, ich will ihn haben! Ich brauche dafür die Wetter, kriege ich wahrscheinlich dafür eine Starcoin! Mann! Aber vielleicht kann ich einen dieser Superziel verwenden! Nee. Sorry. Loser. Oh nein. Feuerbrüder. Wow! Nein, nein, ja, ich springe auch noch dagegen. Dieses lasse ich mich auch noch treffen da. Und da kommen noch mehr von denen. Also, ich glaube, hier sterbe ich. Hier sterbe ich wieder. Das wird wieder ein Fail, wenn ich vorher noch einen Pilz bekomme. Dankeschön. Wow. Nein, nein. Das ist mal Schluss hier. Dass ihr euch selber nicht gegenseitig damit bashen könnt mit den Feuerbällen. Ach. Nee. Wow. Alter, ich. Ja, hör's mal auf damit. Boah, ey.
das. Da haben wir uns ein bisschen bekloppt angestellt. Doch, doch. Das geht gar nicht, so wie das gerade jetzt ablief. Oh Mann, ey. Puh. Also das wird ganz schöne Arbeit, die Starcoins zu sammeln, ehrlich. Weil ich will auf jeden Fall die 9. Welt noch mit euch let's playen. Und auch möglichst, bevor New Super Mario Bros. U rauskommt. Weil am selben Tag am Release wird das Ding let's played, auf jeden Fall. Ich muss natürlich auch noch etwas über meine neue TV-Karte sagen. Aber das werdet ihr wahrscheinlich in einem kleinen Infovideo, das ich noch erstellen möchte, zeigen. Nämlich nichts Positives, weil ihr seht, ich nehme noch über meine Roxy auf. Mit Fraps, die Stimme. Wow. Also wenn wir einen dieser Kugelbilds hier berühren, kommt wieder eine dieser Herausforderungen. Mann, das ist wirklich nicht Let's Play Frederik, wenn ich jetzt hier die ganze Zeit reinkürze wie in eine Höhle. Wow. Als nächstes sterbe ich auch noch wieder in so einem dieser Levels. Wow. Das war nice. Okay, verschwindest du da? Ich möchte an die Truhe. Dankeschön. Na, Toddy, was geht denn so? Beschenkst du es mal wieder mit drei Superpilzen? Das finde ich nice. Ja. Okay, finde einen Kugelwedel mal weg. Ach, wir kommen jetzt schon zur Burg. Ich denke, das lässt sich in den Part noch einräumen. Aber zur Sicherheit. Ja, ich weiß, ich bin ein Cheater, aber nehme ich mir eine Feuerblume. Vorbereitung ist alles. Dann wollen wir mal. Und stehen. Dann wollen wir mal wieder, die nächste Burg betreten. Eine Pendel. Wie sagt man dazu? Okay, nehme ich lieber Eisblume. Dass ich wenigstens die Knochentruppe auch reinfrieren kann. Falls hier wieder welche auftauchen. Ich glaube, das hätte man. Naja, auf jeden Fall schaukelt es hin und her und hin und her und hin und her. Ja. Keine Ahnung, was das jetzt für Dinger nochmal waren. In letzter Zeit konzentriere ich mich viel zu wenig auf meine Kommentare. Kommentarstil lässt wirklich schon in letzter Zeit zu wünschen übrig, muss ich mal sagen. Meine neue TV-Karte muss ich leider erstmal schon voraus eine schlechte Nachricht ausbringen. Mit der ist es noch schlimmer jetzt gerade, weil die Bildqualität. Ach, jetzt bin ich da nicht drauf gekommen, aber vielleicht kommt. Na toll. Lol. Da oben, ich wusste es ja, da oben ist eine Starcoin. Und die komme ich noch an, wenn ich da. Wow. Raufkomme. Gut. Das hätte ich geschafft. Jetzt doch die Starcoin. Noch ein paar Knochentrocken. Mal kurz plätten. Okay, ich hoffe, da oben gibt es nichts. Außer diese Stachelkugel, der runterfällt. Da oben ist eine Starcoin. Wow. Habe ich jetzt schon beinahe ein Lavabad gemacht hier. Okay. Lavakugel von. Starrekurve bist sich und ich mache wieder ein Lavabad. Ich habe mir wieder den Arsch verbrannt von Fenstern. Super, jetzt bin ich wieder so wie ich vorher war. Okay. Also was ich über die TV-Karte sammle, die Bildqualität ist wirklich super. Das muss ich schon sagen. Aber. Es gibt ein paar Probleme. Erstens, es ist zeitlich verzögert, die Aufnahme, Vorschau und Aufnahme und dem Fernseher. Die geschehen auf dem Fernseher. Deshalb wird auch keine synchrone Aufnahme über Fraps möglich sein. Und zweitens und drittens, selbst die normale Nein! Dankeschön. Selbst bei einer normalen Videoaufnahme. Das war ja wirklich schlau von mir. Verbrennst du dir schon wieder den Arsch, Mario? Ja, wieder. Mann, in den Part möchte ich das noch beenden. Also, was ich sagen möchte, und selbst bei einer normalen Wiederaufnahme, die Vorschau sieht absolut super aus. Aber, die Wii zum Beispiel wird höchstens in ein kleineres Fenster dargestellt. PS2 habe ich noch nicht ausprobiert, weil es gibt da einen AV-Eingang, aber der Ausgang ist ausschließlich Komponente. Also ich weiß nicht, ob das dann möglich sein wird, über PS2 aufzunehmen, aber es soll möglich sein, angeblich. Aber die Videoaufnahme selber, wahrscheinlich sogar über Fraps, die hat dann so ein Interlacking, wenn das euch
Wenn euch das im Begriff ist, Interlagging, dieser Streifen bei jeder Bewegung. Es sieht dann voll bescheuert aus, weil die Videoqualität ist wirklich super. Ist wirklich eindeutig viel besser als auf meiner Roxio. Obwohl die eigentlich auch bis zu 1080i aufnimmt. Aber das kommt immer auf die... Aber es kommt da drauf an. Auf die Capture Card, weil meine Roxio nimmt nur ausschließlich über Komponente auf. Also jetzt gerade über meine Wii, die Xbox 360 und die... Boah, 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 boah. Na toll. Die Xbox 360 und die PSP und Wii. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Ja. Also, ich habe anscheinend einen Kauf umsonst gemacht, weil ich glaube, Let's Plays werden damit noch nicht so möglich sein, weil... Ah ja, drittens gibt es das größte Problem. Normale Stimmaufnahme geht auch nicht darüber. Ich kann mein Headset da nicht anschließen oder ein Mikro. Es geht nicht. Vielleicht brauche ich da noch eine zusätzliche Hardware von meiner Evermedia Dark Crystal HD Capture Station. Wow, du sollst ja nicht rutschen, du sollst da drauf bleiben. Mann. Nein! Ach! Gott! Scheiße! Ach! Und... Jetzt habe ich anscheinend 130 Euro umsonst ausgegeben. Da müsste ich, weil... Wenn ich jetzt wirklich PS2 Let's Plays machen möchte, dann kaufe ich mir doch lieber einen normalen USB-Grabber. Der aber wirklich die... Ein USB-Grabber, der die beste Bildqualität von allen USB-Grabbern liefern kann. Was es beim Saturn zu kaufen gibt. Weil... Mann. Man stimmt. Mein Hals ist jetzt noch rauer als vorher. Gott. Boah, ich dachte schon, da kommt nicht auf. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen, was ich jetzt genau nochmal sagen wollte. Wegen der Evermedia Dark Crystal HD Capture Station. HD Capture Station, um genau zu sein. Es spricht man eher HD aus, da ist er. Wow, der komplette Name hier auf Englisch sein soll. Okay. Wow. Und ja. Ich habe anscheinend das Geld umsonst verbraten, weil sehr viel nützt mir nichts. Weil die Hardware, die vernötigt sein wird, um zum Beispiel das Interlagging zu beenden, die funktioniert auch nicht darauf. Ich weiß nicht, wie das jetzt gehen soll. Ich muss mich erstmal noch genauer informieren und schauen, ob ich vielleicht noch irgendwelche Hardware-Sachen benötige, um vielleicht doch noch Let's Plays damit zu machen, weil es gibt Let's Player, die mit der Evermedia Dark Crystal HD die Capture Station arbeiten und damit Let's Playen. Ich will wirklich damit mal Let's Playen, weil die Videoquali, boah, die ist so geil. Könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, wie geil das ist. Weil, ich meine, ich könnte auch mit extra Soundrecorder. Wo ist sie jetzt wieder, die dritte Starcoin? Wo ist sie jetzt wieder? Ich könnte mit der. Da war ja die zweite und war die dritte. Ich könnte mir vorstellen, irgendeinen Weg zu finden. Achso, ich dachte, das wäre schon. Mann, wegen dem Geschwafel habe ich jetzt gar nicht geachtet, dass es bloß die Hälfte war, weil ich dachte schon, dass das Boss-Tor wäre. Mann, bin ich wirklich so bekloppt oder was? Wow. Hey! Ach, das lässt die ganzen Stachler hier runter. Lol. Oh Gott, jetzt kommt's da runter. Ja, toll, jetzt bewegt es sich über meine Plattform weiter. Blinde Passagiere sind da nicht erlaubt. Also, wie gesagt, ich muss erstmal Hardware dafür finden, also mich noch genauer informieren. In der Zwischenzeit kann ich dabei nichts mit den Dingen anfangen. Ihr könnt euch höchstens ein Let's Show Video damit machen und euch Aufnahmen zeigen von einem gewissen Spiel, von gewissen Games. Ja, super, die Feuerblume in der Lava, ganz toll. Feuerblume, Eisblume, Mann! Während ich hier labere, kann ich mich nicht so gut konzentrieren. Also, die Evermedia Dark Crystal HD Capture Station. Wenn unter euch Zuschauer gibt, die mit diesen Dingen arbeiten und mir vielleicht helfen können, wie ich perfekte Let's Plays damit machen kann, wo sowohl das Bild gut ist und ohne Interlagging und auch gleichzeitig ein völlig synchrones Kommentar machen kann, weil ich habe extra Soundrecorder für das Ding installiert, was ich, bevor ich Fraps hatte, die ich noch vor, bevor ich
Raps hatte, damit kommentiert habe. Aber es hat zu manchen Asynchronitäten geführt. Denk mal einer in der Summer 11 Strikers an einen der Parts, den ich aufgenommen habe. Also einen der Parts, die ich gemacht habe. Ach, da war ein versteckter Block. Gott, da versuche ich die ganze Zeit die Itembox zu erreichen. Diese Stachelkugel kommt auch noch hier rüber. Ganz toll. Aber jetzt können wir endlich Mord gegenübertreten. Ihr schreibt mir in den Kommentaren, was ich dagegen machen soll, weil es hat wirklich schon mit Outer City zum Beispiel zur Arc-Synchronität bis zum geht nicht mehr geführt. Naja, ich gebe zu, ich habe nicht Outer City verwendet oder Outer City oder wie man das auch ausspricht. Das ist ein gratis Soundprogramm, sondern da habe ich Free Sound Recorder verwendet und das hat zu manchen Asynchronitäten geführt. Hey Carmack, was geht so? Was ich mich natürlich frage, ist er nur ein Hexe oder ein Hexer? Wie immer. Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr es wisst. Okay. Oh, oh, oh. Jetzt will er natürlich uns Zerquetschungsfallen bombardieren. Ich merke, der ist schon schneller beim Rollen als die anderen. Okay. Jawolski. Immer das richtige Timing. Ah! Ja, super, dass er da hinrollt, wo ich gerade hingesprungen bin. Oh nein! Aber jetzt, Bash! Jetzt verpisst sich auch der. Damit hätten wir die sechste Welt abgeschlossen. Wenn jemand von euch unter euch Zuschauern oder Abonnenten Let's Play ist, der Evermedia Dark Crystal HD Capture Station verwendet, schreibt's in den Kommentaren, bitte. Und du geh uns nicht auf den Sack. Aha! Wartet auf mich! Gott. Warte schon. Dann verpisst sich einfach das Luftschiff ohne ihn. Das merkt er noch nicht mal, der Spaten vom Dienst. Na komm her, du. Ja. Im nächsten Part wird es wieder ein Luftschiff geben. Mal wieder. Also, wie immer, wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Part. Und nochmals an alle Zuschauer, die Evermedia Dark Crystal HD Capture Station verwenden für Let's Plays, schreibt mir in den Kommentaren, was ich noch an Hardware oder Software benötigen kann, um perfekte Let's Plays damit machen zu können. Also perfekt synchrone Stimmen. Wer mit Outer City könnte es zu asynchronisierten oder so führen oder mit Free Sound Recorder. Natürlich kann ich das einstellen. Oder mit Outer City zum Beispiel bearbeiten, aber da kenne ich mich leider zu wenig aus und da müsste ich wirklich sehr viel studieren und sehr viel daran arbeiten. Da möchte ich lieber gleich ganz live kommentieren können, während der ersten Aufnahme und ohne Interlagging. Und natürlich alles gratis müssen die Programme sein. Also auch keine gratis Testversion oder so, sondern gleich gratis Vollversion und zuverlässig. Schreibt mir in den Kommentaren bitte und auch die Download-Links dazu. Ja, ich bitte um Hilfe als Let's Player, der meine Abonnenten und Zuschauer nicht enttäuschen will. Derweil verlasse ich mich noch auf Roxio Game Capture. Ansonsten werde ich, wenn bisher nichts finde, werde ich dann halt für PS2 Let's Plays einen USB-Grabber mit Stimmaufnahme, mit Live-Stimmaufnahme besorgen. Ja, so, habe ich noch vergessen, was zu sagen? Nein. Auf jeden Fall, danke fürs Zugucken. Ich sag dann... Sehen wir uns dann wieder beim nächsten Part. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush40Freak89. Also, auf Wiedersehen und tschüss!